Hallo, herzlich willkommen zu Bewegtes Gehirn. Mein Name ist Alexander Götz. Wir wollen das Gehirn heute trainieren und uns ein bisschen unterhalten. Wir wollen Verbindungen schaffen im Gehirn, neue, vielleicht auch alte wieder hervorholen, durch Bewegung in Kombination mit verschiedenen interessanten Aufgaben. Das darf Spaß machen und der Weg ist das Ziel. 5 Basisaufgaben in diesem Übungsteil. Die sind zusammengestellt von Matthias Nowak, das ist ein Fußballtrainer aus dem Frauenfußball, der nennt sich Kreativtrainer und Gehirntrainer. Und wir fangen an mit Hase und Jäger. Die rechte Hand macht den Hasen oder auch das Victory-Zeichen. Und dann machen wir mit der linken Hand den Hasen. Und das ist schon die erste Übung. Abwechseln den Hasen. Bitte darauf achten, dass die Finger auch sich hier verschränken, dass es nicht offen ist. Zur Übung. In eurem Tempo bitte. So, das war, glaube ich, verständlich und einfach. Der Jäger kommt dazu, der sieht so aus. Also die Pistole richtet sich in diese Richtung. Und auch hier wieder abwechselnd, rechte Hand, linke Hand. Tempo spielt keine Rolle, aber so ein bisschen Rhythmus. So, jetzt werden manche denken, das ist aber ganz schön einfach, dann machen wir es gleich ein bisschen schwieriger. Wir kombinieren jetzt beide. Wir haben rechte Hand den Hasen, wir haben linke Hand den Jäger. Wir schließen und versuchen zu wechseln. Das heißt, links kommt der Hase und rechts der Jäger. Schließen, hier will ich kurz überlegen, was will ich eigentlich? Ja, der Hase muss hier rüber und der Jäger muss hier rüber. Wahrscheinlich wird erstmal der Hase stehen und dann packe ich noch den Jäger drauf. Lasst euch da Zeit, habt ein bisschen Geduld. Ziel wieder, dass man gleichzeitig beide Hände in die Position bringt, die gefragt ist. Das wäre das Ziel. Wird nicht gleich klappen, wir dürfen wirklich erstmal zumachen, kurz überlegen und bauen. Was jetzt passiert, ist dann oft so eine Mischform zwischen völlig offener Hand, der Jäger ist nach unten oder ich habe hier 3 Ohren, das ist normal. Guckt bitte ab und zu mal auf die Hände, was sie so machen. Könnt auch einen Spiegel benutzen. Und dann ist es das schon. Kann man auch schön zusammen machen mit der Familie und natürlich auch umsitzen. Hase Jäger. Zweite Übung, Polizist. Die geht folgendermaßen: rechter Arm, mit dem fangen wir an, macht dieses Muster. Ist oben und ist unten. Und das bitte auch richtig machen und nicht nur bei mir zugucken, sondern wir müssen dem Hirn ein bisschen zeigen, das ist jetzt das Muster, was wir von dir wollen. Rechter Arm oben, unten. Ihr könnt es auch laut vorsagen, das hilft manchmal. Oben, unten, oben, unten. Linker Arm macht was anderes. Der geht hoch, geht zur Seite und geht runter. Der geht hoch, Seite, runter. Ganz wichtig, wenn ihr unten seid, geht es oben wieder los. Linker Arm oben, Seite, unten. Und ich glaube, ihr ahnt es schon von der ersten Übung, wir packen beides zusammen. Fangen oben an. Rechter Arm geht runter, links geht seitlich. Ich mache das mit mir zusammen, ich mache es langsam. Rechts geht hoch, links geht runter. Wir wollen ja beide Muster parallel machen. Rechts geht runter, links geht hoch. Rechts geht wieder hoch, links geht zur Seite. Und letzter Teil, rechts geht runter, links geht auch hoch. Wenn ihr beide unten seid, in dem Durchgang habt ihr es richtig gemacht. Können wieder hoch, machen es nochmal zusammen. Rechts geht runter, links zur Seite. Rechts hoch, links runter, rechts runter, links hoch, links zur Seite, rechts hoch und weisen. Mach's nochmal. Lasst euch Zeit, habt Geduld, baut das langsam auf. So. Jetzt wird es gleich schwierig, weil wir tauschen. Beide Muster werden jetzt getauscht, wir müssen gehen und so weiter. Achtung, wir wollen jetzt tauschen. Und da will ich wieder warten, linker Arm, hier das Muster erstmal für euch zu üben. Links geht hoch, runter, kann man auch laut sagen, Arms oben, unten, oben, unten. Rechts hat jetzt das Muster von links übernommen, ist oben, Seite, unten, oben, Seite, unten. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen schneller auch vom Durchlauf, lasst euch da wirklich die Zeit. Und jetzt packen wir es beides zusammen wieder. Wir haben jetzt hier die Muster gewechselt, links geht runter, rechts Seite, links hoch, rechts runter, links runter, rechts hoch,
Seite. Und jetzt gehen wir runter, bestimmt, der muss runter, der muss runter. Und ich bin wieder da. Machen wir es nochmal. Der muss getauscht. Hier ist ein bisschen knifflig die Stelle, wenn beide tauschen. Wenn das klappt, können wir es kombinieren, dass man sagt, man macht einen Durchgang rechts, links, so und den zweiten Durchgang fließend tausche ich dann die Muster. Das wäre der Polizist. Kasatschok, die dritte Übung. Da brauchen wir jetzt beide Seiten. Ich drehe mich auch gleich um, damit ihr seht, wie es funktioniert. Das ist so ein bisschen der russische Tanz hier, wird umgreift eure Arme. Das spielt jetzt nicht so eine Rolle, wie ihr das macht. Ich greife, ich klatsche. Und ich überkreuze die Hände hinten. Das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Und bleibe mal vorne. Ich habe hier diesen Griff. Klatsche, überkreuzen, greifen, klatschen, überkreuzen. Das war seitlich. Greifen, klatschen, überkreuzen. Und von hinten. Griff, klatschen, kreuzen. Griff, klatschen, kreuzen. Griff. Wer genau hingeguckt hat, das macht die Übung nämlich auch interessant. Hinten, wenn meine Arme so sind, tausche ich. Das heißt, einmal bin ich in dieser Kreuzform und beim nächsten Mal in dieser Kreuzform. Das ist nicht so einfach. Das Gehirn ist faul. Das heißt, wir machen automatisch die Kreuzung, die uns leichter fällt. Und wir müssen den Gehirn ein bisschen anschubsen, kommen wir auch mal das. Kannst du nochmal so zeigen, Kasatschok. Die vierte Übung, die heißt Pinky. Einfach Arme rechtwinklig nach vorne, die Fäuste nach vorne. Achtet ein bisschen darauf, dass das nicht so quer ist, schief und die Fäuste so schief sind. Das sollte einigermaßen gerade sein. Was häufig gemacht wird, hier ist zu viel Druck, weil wir sind ja so im Stress teilweise, das brauchen wir nicht. Versucht da mal ein bisschen zu bekommen. Ganz einfach jetzt los, Daumen. Ihr merkt hier bei mir, ich mache es ein bisschen absichtlich, man darf auch einen Rhythmus reinbringen am Anfang, wenn einem das leichter fällt, so. Aber am besten wäre es aus dem Start. So, ihr ahnt es, das ist natürlich nicht die fertige Übung. Jetzt geht der kleine Finger raus. Abwechselnd. Ist auch gut für die Hand- und Fingerkoordination. Finger geht, zeigt seitlich. Oft sehe ich dann hier irgendwas nach unten oder nach vorne. Dann guckt auch bitte hin, oft sehe ich auch geschlossene Augen, was auch gut ist, um sich zu konzentrieren und dann diese Übung zu machen. Guckt ab und zu, was ihr macht. Also ich würde dann erstmal nach dem Daumen, kleinen Finger, sortieren und wir bauen es zusammen. Das ist der Ausgangspunkt. Ich schließe, überlege, was ich mache. Aha, ich will ja wechseln, Daumen ist hier, kleiner Finger ist hier. Zumachen, was will ich? Da. Das dauert ein bisschen, habt da bitte Geduld, das kann auch ein paar Tage dauern, bis das fließt. Wir wollen dem Gehirn das beibringen, bevor ihr hier versucht, wirklich synchron weiß zu basteln. Wer sich dann dabei noch, so wie ich jetzt, sich unterhalten kann, das ist dann nochmal irgendwo drauf. Gut. Piano, letzte Übung, die ist sehr wichtig. Leistungssportler, Sportler, Bühnenkünstler machen diese Übung, die schaltet das Gehirn ein. Ich bin in einer Stresssituation oder ich müsste jetzt auf den Punkt kommen von meiner Leistung, dann macht diese Übung. Es gibt auch Formel-1-Fahrer, die sitzen in der Garage und machen diese Übung. Piano heißt die, sehr einfach, manche kennen das wahrscheinlich auch. Daumen, rechte Hand, ist auf dem Zeigefinger, Fingerkuppe. Und wir spielen Klavier, das heißt, der Daumen wandert auf den Fingerkuppen entlang. Tempo spielt keine Rolle, Rhythmus ist eher angesagt, dass ich so meinen Rhythmus versuche, das zu machen. Vielleicht vier Durchgänge. Linke Hand, Daumen, Zeigefinger und ich starte. Und spiele Klavier. Rechte Hand wieder, wir starten mit dem kleinen Finger, machen das gleiche Muster, ist aber fürs Gehirn wieder ein bisschen anders, weil ich starte hier. Und immer das gleiche Prinzip. Ich berühre die Fingerkuppen mit dem Daumen. Hier der linke Hand, Daumen auf den kleinen Finger und könnt ihr selber 4, 6 Durchgänge und dann wechseln, wie euch will es.
Wir haben synchron. Beide Hände haben den Daumen auf den Zeigefinger. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wir versuchen wirklich parallel die Fingerkuppen zu berühren, Piano zu spielen. Und immer wieder mal gucken, ob ich richtig bin. Dasselbe nochmal starten. Daumen auf den kleinen Finger. Und auch hier den Durchlauf machen. Also wie gesagt, es ist die beste Gehirn-Einschalterübung, die es gibt. Variation jetzt, um es schwieriger zu machen. Ich habe rechte Hand den Daumen vom Zeigefinger, linke Hand den Daumen vom kleinen Finger und laufe jetzt gegenläufig. Das ist nicht so einfach, weil man tauscht dann oft das Muster wieder. Okay, das waren die Übungen. Noch ein Tipp zum Schluss fürs Gehirn: jeden Tag eine kleine Anzahl Nüsse. Das tut dem Urstübchen da oben gut. Danke und tschüss.